sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Nicht so groß wie das Schloss. Du musst mitkommen, Amicia. Der Landhof, die Norden. Wohin? Könnte eins, aber... Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich werde euch wieder töten. Ich werde euch alle töten. Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Habe ich's gesagt? Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Und das ist, was passiert. Ich muss aufhören. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Auf dem Marktplatz. Die Blumenhändlerin. Wir waren nur draußen. Gut, immerhin etwas. Ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Hier war das Hochspiel oder nicht? Hier. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Ja, hier. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe.
Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Rufen die Arena. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft, das spüre ich. Ja. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Wenn der Weg versperrt ist und die Wachen das beschützen, was da wohl vor sich geht. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Komm schon. Ja, das ging. Die Ladescreens sind ja wirklich extrem. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo... Wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin, wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Die Leute aus dem Armenviertel? Nee, das kann er bemerken. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Bitte, nicht! Stimmt. Psst. Was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Das Blutschluss ging er mit Helm. Der diskreten und vermeintlich direkte Konfrontation. Haben wir denn die Fähigkeiten, die wir alle in Teil 1 hatten, schon verlernt? Das giftige Pulver, was wir ihm in den Kopf schmeißen können? Und sein Willen zum Platz drin. Ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Bitte, lasst mich gehen. Wir wissen, dass er hier irgendwo ist. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Ihr
irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Der Sie Boss. Suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Mehr als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Archivisten. Irgendwer findet ihn schon. Kann man Topf werfen? In die andere Richtung hinter ihm. Geräusche? Ich sehe lieber mal nach. Nichts zu vermelden. Ach, Mist. Ja, falscher Alarm, wie beim ersten Mal. Sehr gut. Oh, ja, das stinkt. Ach, was zur Hölle. Oh, das stinkt noch mehr. Nein. Ich sehe, wie das stinkt. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Sicher, dass ihr rein wollt. Können wir das Schwein nutzen, um reinzukommen? Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Ein Ding auf Rädern. Schauen wir mal. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Los, schieb. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Deswegen werden wir bald weiterziehen müssen. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja. Aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Eine neue Waffe. Naja, gehen wir weiter, hier entlang. Bitte, nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Helm.
drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Krähen! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Moment. Wer ist da? Na los, zeig dich! Er kommt her. Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Wir suchen nach einem Alchemisten und finden stattdessen ein Massengrab. Aber alles gut. Warten wir einfach auf den Tod. Es ist tot. Ich finde da drüben ist doch was. So ein Scheiß. Den können wir nicht. Stechen müssen wir. Glaub mir. Also können wir eben so dappen. Und schütten. Ich habe mit mehr Soldaten gerechnet. Wo sind die? Noch mehr sagen wir wahrscheinlich nicht. Oder planen die was? Wir haben es fast geschafft. Ist ein bisschen dumm hier. Achso. Scheiße, Mann. Nicht, dass wir noch eins haben. Den Toten entdeckt werden. Wo ist Lukas? Sie haben Wodor noch nicht gefunden. Er ist allein. Irgendwann finden sie ihn. Und dann ist Hugo verloren. Darüber wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch. Ach du Scheiße. Ich habe sehr wenig Ahnung, wo wir lang sollen. Hier kam man her, soweit ich weiß.
frage mich, was Mutter dazu sagt. Sie kommt damit klar. Sie ist stark. Nicht stark genug. Fürchte leise. Mein Messer holen. Mein Messer habe ich da irgendwo oben abgelegt. Welcher Leiche habe ich mir das abgelegt? Oh, nicht gut. Was war das? Nix. Gar nix. Der hat mein Messer oder nicht? Sie verschwenden unsere Zeit. Bleib ruhig. Wir machen Fortschritte. Nein, das tun wir nicht. So früh da müssen wir lang. Hier ist nichts. Was war das? Reiß dich zusammen. Sind ganz bestimmt die. Das waren ganz sicher die. Oh nein, Scheiße. Sag dich, du Plage. Sie haben uns. Scheiße, wie soll ich den jetzt? Du bist so tot! Du ein Kopf bin ich! Kann ich stechen. Genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pakt, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben. Und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Mister bewegt sich leiser und wird von ihnen nicht so schnell bemerkt. Hilfreich. Und das Leveln oder was? Fähigkeitstypen, aber die von diesem Spielstil und ihre verwendeten Werkzeuge verbessern, um das Menü zu schließen. Je nachdem, wie wir spielen. Raffinesse. Oder worauf Angriff gehen. Riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Hier ist eine Gasse.
Was starrst du so? Das werde ich nehmen. Bitte sag mir, dass es hier ist. Oha. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Schande. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Das könnte spaßig werden. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Seid ihr von hier? Ja. Ausrutschen, nicht hinfallen. Woher kommen diese Biester? Da kommen mehr! Sehr viel mehr! Lauf weiter! Es sind zu viele! Nicht stehen bleiben! Beachten Sie nicht! Lauf weiter! Ja! Weiter. Ich hab gesagt, nicht ausrutschen. Verdammt. Ein bisschen ist gestorben. Das hat sich das. Der muss man in die entgegengesetzte Richtung. Ach. Gehen wir einfach. Und nicht hin. Schon. Oh Gott. Das schon wieder. Wenn wir Sequenz skippen. Ich wollte gerade sagen, ich komme noch bestimmt durchs Gitter. Das war's! Nein! Wir haben Licht! Noch sind wir sicher! Okay. Wir sind sicher! Alles gut! Ruhig bleiben! Bleib nah an mir! Das ist eine dumme Idee. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir! Ganz vorsichtig! Ich wusste es! Du hast nicht auf X kommen. Hast doch gesagt, sie sind hier! Das sind ja Millionen! Aber wie können es schon so viele sein? Hugo! Sie sind wegen ihm hier. Ja, das sollte reichen.